Hi und willkommen zu Eurobike, der weltweit größten Fahrradmesse. Ich stehe jetzt gerade hier in Friedrichshafen und bin so gespannt, euch die neuesten Innovationen und Neuheiten von der Eurobike zu präsentieren. Ich bin hier 2 Tage und ich würde sagen, gehen wir einfach mal rein. Und ich bin auch schon mitten auf der Messe, jetzt gerade in der ersten Messehalle drin und die Eurobike ist so groß gefühlt. Natürlich Themen, die alle beschäftigen, E-Bikes, Cargo-Bikes und vor allem Bikepacking. Das ist natürlich richtig cool, Bikepacking und Gravel. Das freut mich natürlich, dass die Themen jetzt auch richtig wichtig und präsent hier sind auf der Eurobike. Und ich würde jetzt sagen, wir gehen gleich mal zum ersten Hersteller. Jetzt bin ich hier gerade bei Niner am Stand angekommen und Niner ist ja bekannt für Mountainbikes im 29 Zoll Laufradbereich und schaut euch mal dieses verrückte Fahrrad an. Hier ein Prototyp, was sie vorgestellt haben. Sieht erstmal aus wie ein Gravelbike, aber schaut es euch an. Front Suspension, Rear Suspension. Das heißt, das Fahrrad, das ist einfach ein Gravelbike, aber hat vorne eine Federung, hinten eine Federung, richtig viel Ösen für Cages, für Flaschenhalter, für Taschen und so weiter und so fort. Und das ist halt echt spannend. Also es ist ein Gravelbike, Gravel Plus. Bombtrack nennt das Ganze Hypergravel. Also die Frage ist halt auch, wo soll es enden? Wie weit geht es noch? Und auf jeden Fall ein richtig spannendes Fahrrad, mit dem man echt heftig auch Gas geben kann und auch über die Trails heizen kann. Jetzt stehe ich gerade hier bei Shimano am Stand und was habe ich gesehen? Sie haben die neue Gravel-Gruppe. Die gibt es in 2 Ausführungen. Zum einen mal hier die mittlere GRX 600-400. Und zum anderen, und das ist richtig spannend, die GRX 800. Die 800er, das ist die hochwertige Gravel-Gruppe auf Ultegra-Niveau. Hier habt ihr die neuen Brems-Schalthebel. Die haben hier einfach einen neuen Grip, anderen Grip. Und auch so von der Haptik sind sie komplett anders. Dann ist das hier auch neu. Das ist so ein Bremshebel, den man sich oben an die Dropbar ranmachen muss oder an die Dropbar oben ranmachen kann. Das heißt, ich zeige es euch mal, kann man zum Beispiel hier ranmachen. Das heißt, wenn man dann ganz entspannt auf Gravel fährt oder auch mal so einfach auf Asphalt, muss man nicht umgreifen, kann jederzeit bremsen, ist ganz cool. Und hier das Schaltwerk, auch eine neue Sache. Das kann man eben auch sperren, finde ich auch super geschickt. Finde ich richtig geschickt, gerade wenn man die Kette zum Beispiel wechselt und gerade wenn ich im Flieger bin, ist es halt voll nervig, wenn ich das Schaltwerk nicht sperren kann. Hier geht es jetzt endlich, also da haben sie auf jeden Fall mitgedacht. Gibt es auf jeden Fall mechanisch und auch als DI2. Von der Shimano Gravel Gruppe bin ich jetzt richtig begeistert. Ich glaube, Shimano hat da wirklich einen richtig großen Wurf gemacht und hat seine bestehende Erfahrung genommen und noch sinnvolle Verbesserungen für den Gravel-Bereich mit einfließen lassen. Die hatten dann auch noch von Pro, das ist die Tochtermarke von Shimano, hatten die diese Pro Discovery Bikepacking Taschen. Die habe ich mir jetzt angeschaut. Ich möchte sie auf jeden Fall noch testen, bevor ich jetzt hier ein finales Urteil abgebe. Aber der erste Eindruck war jetzt erstmal okay. Also so vom, wie sie ans Fahrrad ranpassen, waren sie richtig gut. Aber die sind halt auch nicht wasserdicht und das ist halt immer so das Thema. Die sahen so aus, als wären sie sehr schnell schmutzig und da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Auf jeden Fall würde ich sagen, schauen wir uns jetzt noch weitere Bikepacking-Taschen an. Jetzt stehe ich gerade bei Rockross, genau im Stand drin. Und Rockross, das ist eine weitere Marke, ein chinesischer Taschenhersteller. Und die haben auch
Bikepacking-Taschen sind ganz robust, auf jeden Fall für einen kleinen Preis und wasserfest. Ich habe sie noch nicht getestet, aber gibt es auch schon eine Weile. Die bringen immer wieder neue Versionen raus. Ich zeige sie euch einfach mal. Jetzt wollte ich gerade weiterlaufen und mir ist noch diese Tasche hier aufgefallen, weil die habe ich selber am E-Mountainbike dran. Ja, ich fahre auch manchmal E-Mountainbike und da habe ich einfach keinen Platz für eine Flasche. Und die Tasche ist halt mega praktisch. Ihr könnt hier eine Flasche reintun und dann hat es halt noch genug Platz in diesem Hauptfach für Gadgets, fürs Multitool, für die kleine Werkstatt und einen Schlauch. Jetzt laufe ich gerade durch den Bereich von den Eurobike Awards. Und was steht hier? Ihr seht es richtig, es ist das Open Wide. Und die Schweizer Firma hat das Gravelbike nochmal geländetauglicher gemacht. Und zwar passen jetzt 650B 2,4 Zoll Reifen drauf. Geblieben ist hier die Verschraubung am Oberrohr. Unten passt nochmal eine Werkzeugbox rein. Und wenn ihr wollt, könnt ihr es natürlich auch mit 29 Zoll Reifen fahren. Wie gesagt, es ist für 650B bis zu 2,4 Zoll optimiert. Einfach auf jeden Fall. Beim alten Open, da konnte man zweifach fahren. Jetzt geht nur noch einfach. Es ist aus Vollcarbon, also eine krasse Geländemaschine. Schauen wir es uns im Detail an. Jetzt stehe ich gerade bei Ronto am Stand, eine Company, die vor allem sehr stylische Renn- und Gravel-Räder herstellt. Ich zeige es euch mal kurz. Schaut es euch mal an, hier einfach ein richtig stylisches Rennrad aus Vollaluminium. Und hier drüben sind die Gravel-Räder. Haben meistens entweder zum Beispiel hier die WTB Nanos dran. Und von den WTB Nanos bin ich ja richtiger Fan, in entweder 40 mm verbauen die oft, aber 2,1 Zoll mit 57B passen auch oft drauf. Und auch mit den Gabeln ist es halt auch oft so. Hier zum Beispiel sind genügend Ösen am Start, damit ihr auch Cages verbauen könnt. Also auf jeden Fall richtig, richtig coole Bikes fürs Bikepacking. Also die Firma gefällt mir auch richtig gut. Habe ich schon mal bei meinem Händler in Stuttgart gesehen und jetzt halt hier wieder auf der Eurobike. Und jetzt würde ich sagen, weiter geht's zum nächsten Stand. Jetzt stehe ich gerade hier am Stand von Ceramic Speed und die sind gerade dabei, einen neuartigen Fahrradantrieb zu entwickeln. Der funktioniert nicht mit einer Kette, sondern über Kugellager und deren Ziel ist einfach, den 1% Antrieb zu entwickeln. Das heißt, der Verlust bei der Kraftübertragung nur 1% ist. Und das ist so ein Stand, der wird richtig heftig gehypt. Die haben jetzt schon einen Prototyp vorgestellt. Letztes Jahr, damit konnte man nicht fahren und mit dem dieses Jahr kann man tatsächlich fahren, man kann nur noch nicht schalten. Es sind so viele Leute an diesem Stand, wie gesagt, wird richtig gehypt und ich zeige es euch jetzt im Detail. Jetzt bin ich gerade noch bei Schwalbe und ihr kennt bestimmt den Gravel-Reifen, den hier, das ist der G1, das ist der, den ich auch selber am Cyclocross dran habe, wo ich auf meine Stuttgart-Istanbul-Tour gegangen bin. Und den finde ich richtig, richtig gut. Das ist auch, wie gesagt, einfach, weil er so gut aussieht. Weil er diese Struktur hat. Ein richtig beliebter Gravel-Reifen. Und den haben sie jetzt hier für Road. Da war er auch schon draußen. Byte, der ist, glaube ich, neu. Und dieser Ultra-Byte. Das heißt, da haben sie ihn einfach neu rausgehauen, auch in 29 Zoll jetzt mit bis zu 2,0 Zoll Breite. Also da, wie gesagt, wenn es einfach nochmal heftiger ins Gelände reingeht, gibt es jetzt auch den neuen Schwalbe Gravel Reifen.
jetzt bin ich gerade bei WTB, Wilderness Trail Bikes, angekommen und die haben hier tatsächlich hinter mir ein richtig cooles Gravelbike von Curve. Ich zeig's euch mal. Und an dem Gravelbike von Curve, da ist jetzt der neue WTB Byweight. An den gibt es hier einmal in 34, 40 und 44 mm. Kam vor 3 Tagen raus. Das ist ein neuer Gravelreifen und echt eine coole Sache, weil 44 mm passt in jedes Gravelbike. 700C, also 28 Zoll, passt auch in die meisten Cyclocrosser rein. Also das ist auf jeden Fall auch mal ein Blick wert, wenn ihr auf der Suche seid nach einem neuen Reifen für euer Cyclocross oder Gravelbike. Ich fahre ja selber die WTB Nanos und finde sie richtig gut, rollen schnell und haben trotzdem richtig guten Grip. Das war sie also, die Eurobike 2019. Leute, wie hat sie euch gefallen? Ich fand, der Besuch war es auf jeden Fall wert. Ja, es sind richtig, richtig viele E-Bikes hier. Nur, wenn ihr den richtigen Blick habt, den Blick für Bikepacking, Gravel und Adventure, dann könnt ihr richtig innovative Teile finden, super Leute kennenlernen. Es hat mich so gefreut, was für coole Leute ich hier kennengelernt habe. Und eigentlich geht es jetzt nach rechts, nur da ist leider das Licht schlecht. Jetzt laufen wir noch eine Runde nach links. Ja, würde mich mal interessieren, was fandet ihr jetzt am spannendsten und am innovativsten? Schreibt es mir einfach mal unten in die Kommentare rein. Da schreibe ich auch rein, was ich am innovativsten und am spannendsten fand. Ja, und ich würde sagen, lasst mal ein Like da. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Danke für euren Support, Leute. Ich fahre jetzt zurück nach Stuttgart und wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao. Und jetzt geht's hier weiter auf Gravel. Katastrophe ist unter uns. Offroad-Abfahrt.